Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe Olgas Rock TV. Das Jahr ist schon wieder um. Best of Unsigned Band Contest 2016 hier im Zentrum Altenberg in Oberhausen. 5 Bands kämpfen um den Einzug ins Finale und ich muss jetzt einen Zettel holen, weil ich nämlich die Bands nicht auswendig kann. Mit dabei sind Chickasaw, Elevator, Kochkraft durch KMA, The Mitch Buchanans und Zeitgeist. Und wer ins Finale einzieht, das seht ihr jetzt. Du bist hier oben, Alter. Du bist hier oben. Da sind sie, die Jurypreisgewinner, Vorrunde 1, Best of Unsigned, Kochkraft durch KMA. Glückwunsch zum Finaleinzug. Danke. Guten Appetit. Ihr müsst jetzt echt mal den Namen erklären. Was hat er damit auf sich? Das kann man tatsächlich auch in einem Lied von uns hören. Das heißt, kauft die CD und ihr findet es raus. Aber nein, ich werde mal so nett sein und übersetzen. Kaufmann Alf heißt das Ganze. Also KMA, Kaufmann Alf. Der Kleine, das Alien von Melmark. Alles klar, check ich. Möchtest du vielleicht den Cookie erst zu Ende essen und dann... Erklär mal, wo ihr aus welcher Musiksparte ihr alle kommt. Also klingt alles so ein bisschen, als wärt ihr aus verschiedenen Genres zusammengewürfelt. Wo kommt ihr eigentlich her? Also jetzt nicht lokal, sondern so musikalisch. Ich wollte genau den Gag jetzt machen mit ich komme aus Duisburg. Stillstand, denn alles steht still, alles kann doch nichts will, die Mühe kostet. Mehr als müde Mann, gestern schwach, heute wieder stark. Den Helm aufgesetzt, als hätte das Kettennetz. Lange spitz genug, Peitsche und Zuckerbrot. Hand in die Luft, dunkel strand gestürzt. Schwerer Teerduft, Ehre wird mir gerührt. Einfach offen für alles, deswegen machen wir, glaube ich, auch Musik, die so ein bisschen Hartes abdeckt, ein bisschen Albernes abdeckt, mal ein bisschen ernster ist. Alles dabei. Wenn ihr euch jetzt aussuchen könntet, mit denen würden wir gerne mal auf Tour gehen, als Support irgendwie, wer wäre das? Ich wollte es gerade sagen, also eigentlich haben wir da schon echt eine echt sehr coole Band kennengelernt. Ich kannte sie vorher halt noch nicht. Wir haben vor einem Monat oder so haben wir einen Support für Großstadtgeflüster agiert, sag ich mal. Und die waren einfach total geile Leute und deswegen hat es mega Spaß gemacht und die würden wir einfach nochmal nehmen und dann bitte nochmal ganz, ganz überall in Deutschland. Kochkraft durch KMA, Finale am 23. April. Kommt vorbei, votet, kauft die CD, kauft ein T-Shirt. Ich habe gerade ein Geschenk gekriegt. Ja. Nee, ich möchte den Cookie nicht. Möchtest du den Cookie weiter essen? Ist ja meiner. Und jetzt atmen wir alle ein bisschen durch diese Halle. Macht mit!
Gewinnerband Nummer 2, Vorrunde 1, Publikumspreis, haben gewonnen. Chickasaw, Glückwunsch dazu. Dankeschön. Vielen Dank. Eure Musik ist, beschreibt mal eure Musik. Boah, das finde ich ziemlich schwer. Wir haben bisher noch keinen Namen. Rock. Salonfähiger Rock. Wenn ich euch jetzt jemand fragen würde, wie klingt ihr denn? So welche Bands, die man kennt, welche wären das? Keine Bands, wo wir sagen, dass die klingt genauso wie Chickasaw, weil wir einfach Chickasaw sind und machen die Musik, die Chickasaw macht. Wir haben uns da nie so Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Also ich deswegen. Ich habe mal Vorbilder, aber man sieht das da nicht nur komplett aus einer Band raus, sondern aus vielen. Was ist denn zum Beispiel dein Vorbild? Da kannst du so nicht sagen. Aber du magst doch Kasabian zum Beispiel. Ja, Kasabian zum Beispiel ist von ein großer Teil bei uns, aber nicht überwiegend. Kann nicht sagen, dass es über alle Songs durchgeht. Und deine Vorbilder musikalisch? Meine Vorbilder? Boah, das ist voll schwer, keine Ahnung. Dr. Dre. Just motherfucking scum. Nothing more to say, babe. But it would be remiss to tell you that I always knew it would all end up like you. Like you. Like you. Yeah. Im Endeffekt einmal alles, was so an Rock momentan unterwegs ist, in einen Haufen werfen und dann hat man eure Musik. Ja, vielleicht, ja. Das kann man so sagen. Kann man so mal versuchen. Wie überzeugt ihr denn im Finale das Publikum? Also ihr müsst ja jetzt eigentlich noch einen drauflegen, ne? Beim Finale ist ja noch ein bisschen mehr los und ein bisschen voller und drei Jurygewinner. Da müsst ihr ja richtig einen raushauen. Habt ihr irgendwas vor? Konfetti? Flammen? Tänzerinnen, Go-Go-Girls oder so? Noch leidenschaftlicher, das Ganze. Wir haben jetzt alles gegeben und sind da auch stolz drauf, aber das tun wir eigentlich immer. Und deswegen, wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir, weil wir authentisch sind. Weil man uns anmerkt, dass wir das lieben, was wir tun. Und darauf kommt es ja an, oder? Wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank. Ja, viel Glück, viel Erfolg fürs Finale. Wir sehen uns am 23. April. Es war ein schönes Interview. Es war okay. Jetzt kannst du eine Zigarette. Jetzt kann ich eine rauchen.